Die Harmonikatage ist für mich eigentlich die Erfüllung von unserer Firmenphilosophie, von unserem Motto, von unserem Slogan. Gib dir Freude durch Musik, und das kann man nicht besser ausdrücken wie durchs Musizieren. Sinn und Zweck der Veranstaltung ist, dass sich die Spieler einmal treffen, dass sie die Möglichkeit haben, vorzuspielen. Es ist überhaupt ein Highlight für die Steirische Harmonika, weil es gibt ja dann auch Veranstaltungen, es sind Veranstaltungen damit verbunden, und die Schüler sollen einfach die Gelegenheit haben, sich bei so einem Festl kennenzulernen, zu unterhalten und gemütlich und fröhlich zu sein. Bei uns geht es um keinen Wettbewerb, wie gesagt, bei uns geht es vorläufig einmal da beim Spielen, einfach um ein gemütliches Beisammensein. Die Teilnehmer, die kommen ja von, weiß Gott, aus aller Herren Länder schon fast daher. Zur Harmonika-Welt, das ist ja ein Begriff schon fast ja, im ganzen deutschsprachigen Raum. Ich glaube, dass so Feste sehr wichtig sind und bei den Schülern sehr gut ankommen. Denn wenn man sich vorstellt, wenn jetzt so ein Schüler einmal eine Zeit lang spielt, dann tritt er auch gerne mal auf. Und da hat er eben die Möglichkeit, sein Bestes auf der Bühne schon zu geben. Und vor mehr Menschen, also vor einem größeren Publikum. Und ich glaube, das motiviert einen Schüler sehr. Und dann freue ich mich ganz besonders, weil heute Abend gibt es einen Abend der besonderen Art. So etwas haben wir noch nie gemacht, dass wir auch unsere Schüler, unserem Publikum was präsentieren. Einmal die Steirische in einer Vielfalt, in moderner Richtung auch. Und da hat der Daniel seine Spezialschüler. Das sind die, die schon länger spielen natürlich und die ihm sicher da heute was ganz Besonderes bieten werden. Harmonikatage sind aus dem Grund ins Leben gerufen worden, weil es geht, das Leben der Harmonikawelt darzustellen. Und da haben wir eben vor 2 Jahren das erste Mal die ersten Harmonikatage gemacht. Das sind eben heuer jetzt die zweiten, wo man vom Herbst in den Frühjahr gelegt. Und früher ist eher sowieso die Zeit, wo alles wächst, alles gedeiht. Und das passt ja genau zu unserer Firmenphilosophie, zu unserem Motto: Gib dir Freude durch Musik. Und bei einer solchen Veranstaltung kann man das wirklich am besten darstellen.
Stefanie spielt schon seit? So? Ein Jahr. Seit einem Jahr. Die Stefanie spielt schon seit einem Jahr Ziehharmonika. Und ich schon seit 6. Weil es einfach ein wunderschönes Instrument ist, mit dem man alleine unterhalten kann. Das war eigentlich das Ausschlaggebende. Wir machen Urlaub am Attersee und kennen den Florian Michelbauer vom Fernlernkurs und wollten die Veranstaltung mal live miterleben. Ich nehme da heute teil, weil es mir Spaß macht, steirisches Spiel. Und wie lange spielst du schon? Ein halbes Jahr. Ich finde das so einen guten Ton und ich kann das jetzt schon ein bisschen gut. Macht mir einfach Spaß. Deswegen tue ich es auch. Heute ist quasi so Art der Premierentag. Da hat der Flori eine Messe für steirische Harmonika ins Leben gerufen. Da haben wir heute die oberösterreichische Premiere dieser Messe. Und ein ganz super Abschluss mit dem Sasu Afsanik. Also ein ganz wunderbares Konzert sicher. Nicht ganz typisch steirische Harmonika, aber mit Afsanik. Wir haben sehr viel Afsanik-Literatur in unserem Programm. Da passt das wunderbar dazu und ist sicher ein krönender Abschluss. Jetzt kommen Sie, die Obergräner, Sasu Afsanik und sein Obergräner. Wir stehen auf und begrüßen Sie herzlich. Veranstaltung gut besucht, dann ist das, glaube ich, ein Erfolg. Und solche Erfolge werden wir künftig weitertragen.